Es ist Donnerstag, der 17. Oktober 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Guten Abend. Ja, wir leben in stürmischen Zeiten. Das sieht man zurzeit in Griechenland, wo das politische Klima härter geworden ist. Und dazu werde ich nachher Marina Spanos interviewen, Live-Interview. Bitte um Entschuldigung, dass das vorübergehend die Internetverbindung abgebrochen ist. Als nächstes werden wir sprechen mit Professor Dr. Milton Diamond, der vor einigen Jahren durch mehrere Veröffentlichungen Bahnbrechendes geleistet hat für die Rechte zwischengeschlechtlicher Menschen. Und im dritten Gespräch, was wir gestern aufgezeichnet haben, geht es darum, dass sowohl bei der JP Morgan Bank am 28. Mai als auch Ende September beim Wall Street Journal Empfehlungen gegeben wurden, dass Staaten Verfassungen ändern sollen. Und da habe ich gestern mit der Vorsitzenden der Partei Büso, Bürgerrechtsbewegung Solidarität, darüber gesprochen, unter anderem, wie man damit umgehen soll, wenn Konzerne Verfassungsänderungen fordern. Kommen wir nun zum ersten Interview. Marina Spanos betreibt den Blog Hellas Frappé und hat einige Artikel geschrieben, um zu informieren über eine gefährliche Partei namens Goldene Morgenröte. Good evening, Marina. What is this Golden Dawn Party about? Good evening, Germany. The Golden Dawn Party is a far-right party, extreme right, which some people call neo-Nazi party. It's a very extreme right party. Die Golden Dawn Party, Goldene Morgenröte Party, ist eine sehr extreme rechte Party. Manche Leute sehen sie als eine Neonazi-Partei an. The Golden Dawn Party, I think they are allied with a radical nationalist from German Democratic Party. And many people also in Germany regard the Golden Dawn Party as a danger. I don't know what the what Germany says. I know there have been violent acts committed by the Golden Dawn Party in Greece, but I also think that it's the same thing in every other national party like that in Europe. It's the same type of violence. Sind wir online? Okay, in Ordnung. Ja, tut mir leid, wir sind unterbrochen worden. What I wanted to say is that many people in Germany are afraid about Golden Dawn because they see that they are connected with the ultra-nationalist party in with a very nationalist party in Germany. The point you are making on your blog is how to legally fight against this party. The point I'm making on my blog is not only how to fight Golden Dawn, but also how to fight nationalistic parties in general. Mm-hmm. All of, because it's all over Europe, this. And the point I'm making on my blog and in the conversations I have with my friends is that the only way to fight this is to make better policies for the people, with less austerity, more friendly policies, strong laws, and very good education of the people. Okay. Marina Spanos macht auf ihrem Blog, vertritt die Auffassung, es reicht nicht. Ich habe gesagt, habt ihr so verstanden, dass es darum geht, wie man rechtlich besser gegen Golden Dawn vorgeht. Aber das reicht nicht. Diese nationalistischen Parteien gibt es überall in Europa und es ist wichtig,
bessere Politik zu machen, damit sie keinen Nährboden haben, also weniger diese Sparmaßnahmen und ja, bessere Politik für die Menschen. And I think a point is that you make is to separate two things. One thing is to look what some politician has done, which is what is criminal, and what politicians do their education, where the public needs to be educated. Yes, the problem in Greece is that the Greek people, and I don't know, maybe it's everywhere in Europe, I don't know. But I know in Greece, the problem with the Greek people is they do not trust the government. This is the problem. And the reason they do not trust the government is because every day the government lies to the people. And, you know, because they don't know how to tell the people the truth. This economic crisis is destroying families and it's destroying lives in Greece. And people do not trust the government. So everything that they're saying, for instance, about the Golden Dawn, people don't believe them because Golden Dawn or other national parties, they go against this system. And when you don't have food to eat, okay, and somebody comes and tells you the same things, the same government, okay, they tells you, and the next day they don't do it. And then they tell you again, and they don't do it. And then they tell you again, and they don't do it. You don't trust them. So people trust parties like Golden Dawn. And this is a new phenomenon in Europe and in Greece, which has to be, we have to fight this with strong governments. When you have weak governments and people have no trust in the government, you're going to have problems like the nationalistic party in Germany or the nationalistic party anywhere in Europe. We do not have strong governments in Europe right now. Everybody is having an economic crisis and nobody's talking about this. Everybody's talking about Golden Dawn, which is ridiculous. Hello? Hallo? Okay, ja, also, einen kleinen Moment bitte. Also, die Leute in Griechenland sind so oft von den Politikern belogen worden und wenn die gleiche Regierung sie jetzt warnt vor diesen radikalen Parteien, dann ist das Problem, dass die Leute dann auch diesen Warnungen nicht trauen. Und es ist wichtig, eine starke Regierung zu haben, die sich um die Leute in Griechenland kümmert und die dann gegen solche Parteien auch auf die richtige Art und Weise vorgeht und die entsprechend glaubwürdig ist. Ja, im Moment ist Marina Spanos leider wieder aus der Leitung raus. Ja, ich kann noch wiedergeben, was sie mir vor Beginn des Interviews gesagt hat. Es geht ihr darum. Okay. Hello. I think that one problem might be regarding Golden Dawn, that they are doing things which we don't like and would. We are not yet in place the prescriptions under penalty law which are needed. Maybe they are not, I could imagine that there are not enough prescriptions against hate speech, for example. We did have a very strong, Greece did have a very strong anti-racist law in, but it was not respected, and but I think the European Union has asked Greece to make a new anti-racist law, which is the first step. This is a first step, but
In this new anti-racist law, the European Union must not ignore the genocide of the Greek people in Asia Minor and in Pontus, where around 400,000 people died in 1912. This was the problem why the government of Greece did not pass this law 4 or 5 months ago in the Greek parliament, because half of the parliament does not want to recognize this genocide. Mm. And that's a very big part of our history as a country. Mm. And it's very important that they recognize this. But I agree that hate laws have to be enforced. I just don't agree with ignoring the genocides, the recognition of these genocides. They're very important for our history. Mm. Ja, ich habe gefragt, wenn man gegen Golden Dawn, gegen die goldene Morgenröte vorgehen will, ob möglicherweise in Griechenland man Strafgesetze erst einmal verschärfen müsste, um besser vorgehen zu können. Ja, und ein Problem ist, auch die EU ist an dem Thema dran und will, dass Griechenland sein Antirassismusgesetz verschärft. Aber da gab es die Kontroverse, wenn Griechenland das tut, dann will Griechenland, dass Griechenland dann auch dann ansprechen will in dem Gesetz die ja ungefähr 400.000 Menschen, die 1912, 400.000 Menschen, Griechen, die 1912 getötet worden seien. Und das ist ein sehr kontroverses Thema, ob man das auch in ein Antirassismusgesetz einbauen will. Und deswegen ist das vor 4 Monaten nicht zu einer Verschärfung dieses Gesetzes gekommen. I think one big issue about Golden Dawn is also that they are not only heating up the Greek society, but that they also disattract from the austerity measures. That all people look at what these Golden Dawn people are doing, and they do not look how to overcome the humanitarian crisis. This is the problem, and you know me, I'm not a leftist, but I'm very happy that the left parties in Greece are saying this, okay? Because they say this every day, Syriza says this every day, that, you know, the media is every day talks about Golden Dawn. Nobody's talking about the Troika. Nobody's talking about the austerity. Nobody's talking about the economic crisis anymore. Everything's paradise, you know? And the problems are getting just worse and worse and worse. And this is the problem. And I think the whole Golden Dawn issue is really propaganda, because I found out, and there's a lot of news about this, that Greece is going for another memorandum next year. So in 2014. So I think this is just a lot of propaganda. I really do. Ich habe angesprochen, dass Golden Dawn, dass die Aufmerksamkeit auf das, was diese Leute von Golden Dawn tun und wie sie das Klima in der griechischen Gesellschaft anheizen, dass das ablenkt von anderen Dingen, von der humanitären Krise in Griechenland und von den Sparauflagen, ja, und Marina denkt das auch so, dass vor allem, weil 2014 ist ein neues, mit einem neuen Memorandum of Understanding mit Sparauflagen von der Troika zu rechnen, und dass, ja, jetzt die Diskussion um Golden Dawn auch benutzt wird, um abzulenken, wie Propaganda, um abzulenken, als ob mit plötzlich mit der Armut alles in Ordnung wäre. I think one I think one left politician
even has demanded to put the voters of Golden Dawn into jail. As this is not very constructive suggestion. Yes, this is the problem. It opened a big Pandora's box, and this is not just a small politician. Mr. Theodor Pangalos said this live on radio, and Mr. Theodos Pangalos was the vice prime minister of Greece 2 years ago. Okay, he was the foreign minister of Greece. And he said that the people supported or affiliated with this party should all go to jail. This is going to the other extreme. And this is jailing people because they believe in some political party. This is very stupid. If they've committed criminal acts, they have to go to jail. Okay? If you don't do violence, you don't go to jail. It's that simple. And this is the extreme. And like I said, if we want to listen to that, okay, then all of the Troika should go to jail, okay, because 4,000 people have died because of the Troika in Greece, committed suicide. 1.5 million people have no jobs. They should go to jail too. You know what I mean? You know, if we start talking like that, we are gonna become fascist. You know, it's ridiculous. I think all of this is ridiculous. Nobody is talking about the real problems, and we're talking about, you know, some small political party. It's what's going on in Europe now is a tragedy. It's a tragedy. You know? Okay, I need to translate. Ich habe angesprochen, dass ein Artikel auf Marinas Blog jetzt darauf aufmerksam macht, dass ein Politiker von der Linken, Herr Pangalos, eben sogar ehemaliger Vizepremierminister, gefordert hat, dass die Mitglieder da sogar gefordert haben soll, dass sogar Mitglieder, sogar Unterstützer eben von Golden Dawn alle ins Gefängnis sollen. So aufgeheizt ist das politische Klima um diese Partei. Und ich habe gesagt, das kommt mir nicht sehr konstruktiv vor. Und sie sagt, das ist das andere Extrem. Wenn Leute Straftaten begehen, müssen sie natürlich ins Gefängnis, selbstverständlich. Aber so kann man damit nicht umgehen. Wenn man diese Logik weiterverfolgen wollte, müsste man ja auch die Mitglieder der Troika ins Gefängnis sperren. Weil 4.000 Griechen haben wegen der Armut Selbstmord begangen. 1,5 Millionen Griechen sind arbeitslos. It seems to me that we have to solve the problems which this party addresses in a human way. That's exactly right. We have to do it smart. We have to do it democratically. And we have to do it by making strong laws, okay, that are democratic. Democratic laws that are democratic. This is Europe. This is not, you know, we don't live in some goo-goo land somewhere. This is Europe. Europe is a strong nation. We need strong laws that will be adopted by all European countries, okay? And we need to relax the austerity to Southern Europe a little bit, because Southern Europe is suffering tremendously, and Greece the most, because I don't know if you heard the news, but Ireland and France are slowly coming out of the memorandums. They're leaving the memorandums. Greece, on the other hand, might be getting ready for another one, and this is terrible news. Okay, so how much more can the Greek people take? We're finishing 6 years of recession. Six. That's people are starving here. They can't take it anymore. Okay. Ich habe gesagt, dass ich glaube, dass es wichtig ist, die Themen, die diese Partei aufzeigt, die Themen auf eine menschliche Weise zu lösen. Ja. Und da sagt Marina,
dass es wichtig ist, starke Regierung zu haben und das Demokrat und demokratische Gesetze. Irland wird, kommt jetzt aus den Auflagen der Troika bald wieder raus. Griechenland wird es weiterhin schlimmer. Und sie haben jetzt schon 6 Jahre der Rezession gehabt. I want to say something. You know that you're my friend too. You know that 2 months ago I lost the man in my life from cancer. And I want to the German people to know that in the Greek hospitals right now they're suffering. There's people outside in the halls on beds. Because they have no rooms because of this austerity, and they have serious diseases like cancer. And I want the people of Germany to know that Greek people do not deserve to die like that. Okay, we need dignity. It's this economic crisis that it's not only making people kill themselves. Okay, it's not only making political parties like Golden Dawn become big, okay? It's taking away our dignity as a people. And you know, I'm sorry, but okay, I can maybe not eat 1, 2, 3 days, but I cannot watch somebody die in a hall, not in a room, imagine, in a hallway. Because there's not enough doctors, or there's not enough medicine, or there's not enough hospitals, or, you know, this is too much for this country. And we don't deserve that. We don't deserve that as a people. Okay. Marinas Freund ist vor wenigen Monaten an Krebs gestorben, und sie hat erlebt, dass es in Krankenhäusern für Krebskranke oft keine Räume gibt. Da ist es entwürdigend, wenn Leute mit schweren Krankheiten auf den Gängen des Krankenhauses untergebracht werden oder in der Halle, anstatt in eigenen Patientenzimmern. Und es ist diese Entwürdigung, die solchen Parteien Auftrieb gibt, und das kann man dann nicht mit ansehen, dass in Griechenland dass man die Menschen dort einfach sterben lässt. So your appeal is to treat the Greek people in dignity, and then people will not be seduced anymore by such dangerous parties. Yes, of course, because you know that in Greece, 97% of all the immigrants that come through Europe come through Greece. And because of Dublin II, the treaty from Europe, these people cannot leave Greece. Mm. They're not allowed to leave Greece. Greece is already suffering from so much austerity. And so much economic measures to hospitals, to schools, to everything. Plus, we have this huge problem with the, every day this happens, immigrants coming in to our borders. Okay. And Europe does not want to talk about this. And I don't understand why Europe does not want to help Greece there. If they help Greece a little bit there, I think they will give us some oxygen to breathe, you know, just a little bit. And maybe we can start a little bit with our economy a little bit better. But we are underwater. We can't breathe anymore, you know? Okay. Ich habe gesagt, dass ihr Appell ist, ich verstehe das, Griechenland in Würde behandeln muss, dass dann auch solche Parteien wie Goldene Morgenröte keine Nährboden finden, und sagt, ja,
Auch mit den Flüchtlingen. Einerseits diese Sparmaßnahmen, dann 97% der Flüchtlinge in Europa kommen nach Griechenland und nach den Dublin-II-Regeln von Griechenland können diese Flüchtlinge nicht von Griechenland aus weiter in die EU reisen. Das heißt, einerseits die Sparmaßnahmen und dann hat Griechenland noch völlig überproportional die Lasten von den Flüchtlingen. Und da braucht Griechenland Hilfe, damit die Griechen fühlen sich wie unter Wasser, dass sie keine Luft mehr bekommen, die Sparmaßnahmen. Und sie sollen auch noch den Flüchtlingen helfen, anstatt dass Europa die Lasten gerecht aufteilt. Okay, I think there are shown to many most important things which have to change for more justice for Greece and also in order so that Greek people do not vote for such parties in their desperation. Many thanks for the interview. I just want to say one last thing. Okay. You said the magic word, desperation. That's exactly what happened. And when people are not desperate, okay, and they trust their governments, you don't have parties like Golden Dawn. That's the way to fight these kind of problems. You have to have strong governments, very strong laws that respect the people. And these kind of laws also have to come from Europe. Okay. Ja, ich habe gesagt, dass eben entscheidende Dinge sind, einmal die Sparmaßnahmen und dass man Griechenland so mit dem Flüchtlingsproblem, Flüchtlingszustrom alleine lässt. Und dass das eben den Nährboden von Golden Dawn und das Marina hat gesagt, dass viele Griechen eben das Gefühl haben, dass sie keine Luft mehr kriegen vor lauter, dass man sie so alleine lässt. Und dass es eben auch die Verzweiflung ist, die Leute dort hinbringen. Dann sagt sie, ja, Verzweiflung, das ist ein entscheidendes Wort. Man lässt die Menschen in Griechenland in ihrer Verzweiflung. Deswegen wählen Menschen in Griechenland solche Parteien. Und das ist ganz entscheidend, wenn man gegen diese Parteien vorgehen will, dass man den Griechen hilft, dass sie wieder Hoffnung haben. Und man braucht starke Gesetze dafür. Und es muss auch von Europa müssen rechtliche Schritte kommen, um den Griechen zu helfen. Nicht nur in Griechenland. Many thanks for the interview. Thank you. Good night, Germany. Bye-bye. Good night. Nun kommt es kurz zum Briefschluss.
myself, impose my will and live to tell of the towers and wonders that I had created. I came back to find they'd all disintegrated. Built a cathedral, got down on my knees. I made my mark, but I didn't make me. No, I didn't make me. No, no, no. Didn't make me. Yeah. Didn't make me. No, 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 no. Didn't make me. Ja, hier ist der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte. Der erste Teil war eben es war in Griechenland ein sehr aktuelles und emotionales Thema.
Nun kommen wir zu Professor Dr. Milton Diamond, den ich ganz herzlich begrüßen darf, Sexualwissenschaftler von der Universität Hawaii und auch ein guter Freund von uns. Good evening. Hi, hello. Mickey, you have, I think it has been in the year 2000, a published a groundbreaking text about the failure of a seeming to be medical standard, and how people, intersex people are treated. Can you explain what are intersex people? Is there a definition? Yes, certainly. Thank you for the question. It is important because most people have never heard the term or do not understand the term intersex. There are people every day, everywhere, in every country that are born with biological parts of their body which are typically male and typically female. For example, a person may be born with one ovary and one testicle. So the question comes up, how do these people live? Well, there are many types of combinations. They could have a one part of their body, which is male, have XX chromosomes, and another part of their body may have XY chromosomes. So the question comes up, how should these people live and how should they be raised? Do you raise them as a boy or as a girl? The more, not everyone can be detected at birth, but some people can be. Those people are detected because their genitals have a combination of male and female. So, in other words, they cannot be, the doctors, when they see the baby, cannot tell whether it is a male or a female and should be raised as a boy or a girl. But that's the general idea of intersex. And this happens to more than 1 in 100 people. So, but most of the people do not know that they are intersex. Hat im Jahr 2000 einen bahnbrechenden Text veröffentlicht, welcher sich beschäftigt hat mit dem scheinbaren Standard der Behandlung zwischengeschlechtlicher Menschen. Und ich habe ihn gefragt, was sind eigentlich intersexuelle Menschen? Intersexuelle Menschen sind Menschen, deren Körper biologisch nicht klar männlich oder weiblich ist. Also dem Bereich, was man männlich oder weiblich definiert hat. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand Hoden und Eierstöcke hat. Oder es kann sein, dass jemand einen zum Beispiel männlichen Körper hat, aber zum Beispiel sowohl in einem Teil des Körpers männliche als in einem Teil des Körpers weibliche Chromosomen. Und die Frage ist, wie sollen soll diese Minderheit leben? Wie sollen die Menschen erzogen werden? Und nicht alle Zwischengeschlechtlichen kann man bei der Geburt als solche erkennen, weil wenn sie uneindeutige Genitalien haben, sind sie bei Geburt zu erkennen. Und wenn man alle Gruppen von intersexuellen Menschen zusammennimmt, dann ist es jeder Hundertste. Viele wissen gar nicht, dass sie auf die eine oder andere Weise vom Körper her zwischengeschlechtlich sind. And in 2000, you have shown the failure of the John Jones case. And this has been decisive to show that there has not been a standard to treat intersex people. Well, what has happened is the physicians thought they were doing the right thing by taking a child
who had lost his penis. His penis had been burnt off by accident. And while he was still a child, they decided, well, since he didn't have a penis, they should make him into a girl. So they did some surgery to remove his testicles and make his underside look more like a female. Was damals geschehen ist, man dachte, man täte etwas Gutes. Es war ein Junge, der durch einen Unfall, seinen Penis verbrannt bekommen hatte. Und man dachte, man täte etwas Gutes, indem man diesen Jungen umoperierte zu einem Mädchen. The problem is that they didn't do anything to his brain. And the brain has an idea of whether it will be male or female from before birth. Und was man aber nicht gemacht hat, ist, dass man hat nicht an das Gehirn bedacht, weil das Gehirn hat schon eine Vorstellung davon, ob man männlich oder weiblich ist, schon vor der Geburt. So he was raised, his parent, the physicians told the parents to raise him as a girl, and they did their best to do that, but he would not be like a girl. He acted even like a little boy, and that happened until he was puberty, and then he said he had to live as a boy or he would kill himself. Man hat damals den Eltern empfohlen gehabt, dieses Kind als ein Mädchen zu erziehen. Sie haben ihr Bestes gegeben, aber Junge hat gesagt, dass er ein Junge ist und dass er als Junge leben würde und hat mit Selbstmord gedroht damals. So, at that time, he was about 14. The father finally decided, with a psychiatrist's help, to tell him that he had actually been born as a male, but they raised him as a female because that's what the doctors told them to do. Als der Junge 14 war, hat der Vater dann sich entschlossen, mit psychologischer Hilfe dem Sohn die Wahrheit zu sagen, dass er als Junge geboren worden war und dass ihn als Mädchen zu erziehen das gewesen sei, was die Ärzte gesagt hatten, empfohlen hatten. Well, and that made him happy. He was not angry, because then he realized he was not crazy to think that he was should be a boy, but it really made sense to him afterwards. Es hat ihn erleichtert. Er war nicht wütend auf seinen Vater, denn er begriff, dass er nicht verrückt war, sondern dass es Sinn machte, dass er sich als Junge fühlte, denn er war ja als Junge geboren worden. But he was very angry that he had to live for those 14 years as a girl, when that wasn't what he felt like inside. Aber er war sehr wütend, dass er 14 Jahre, dass 14 Jahre als Mädchen leben musste, obwohl er sich nie als Mädchen gefühlt hatte. While he was trying to live with a girl, he could not make any friends, because the boys knew he didn't act right dressed as a girl. And the girls knew he wasn't correct, because he never thought like other girls did. He thought like a boy, because he was a boy, really. He was male, really, but he didn't think that way. He didn't behave that way, because his parents told him to act like a girl. Als er versuchte dann, sich anzupassen und sich wie ein Mädchen zu verhalten, das hat nicht funktioniert, denn er dachte und fühlte wie ein Junge und die
Mädchen haben das gemerkt, dass er eben nicht wie ein Mädchen war, und die Jungen haben gemerkt, dass er, weil er versuchte, wie ein Mädchen zu sein, auch nicht so war, wie man es von Jungen erwartete. Und das hat dazu geführt, dass er so gut wie keine Freunde hatte damals. Now, one of the main problems was that while this was happening, a psychologist, Dr. John Money, was publishing that his living as a girl was a successful way to treat that condition of a boy without a penis. Das größte Problem war, dass ein Wissenschaftler, Dr. John Money, während all dies geschah, veröffentlichte, dass die Behandlung diese Umoperation dieses Jungen ein Erfolg gewesen sei und dass es ein Modell sei, Jungen mit unfallbedingten Penisverlust so zu behandeln, also als zum Mädchen umzuoperieren. And since that was told to be a success, people around the world, all the physicians around the world, began to treat those type of conditions, many of which looked like intersex conditions, the same way. And basically, if you have to do surgery on a child to make it into a boy or a girl, most of the surgeries made it into a girl, because surgically it's easier to make someone look like a girl than a boy. Und der scheinbare Erfolg, dass man Kinder, Jungen mit unverbedingtem Penisverlust umoperieren könnte zu Mädchen, das hat dazu geführt, dass man dann auch bei zwischengeschlechtlichen Menschen meinte, sie umoperieren zu können, also zu scheinbar eindeutigen Jungen oder Mädchen. Und wegen der chirurgischen Machbarkeit hat man häufiger zu einem weiblichen Äußeren hin operiert. Well, now, since that happened many years ago, I and others have been trying to instruct the physicians around the world that is not proper to do. That at first there should be no surgery on infants before they are old enough to understand what is happening to them. There should be no surgery on infants before the child can say what he wants or she wants, or if they want anything done to them. Usually they don't. Usually they are unhappy at the physicians having made that decision for them. They want to make that decision for themselves. Es ist international haben die Ärzte das damals aufgegriffen, diesen scheinbaren Standard, und es ist jetzt schon viele Jahre her, dass das rausgekommen ist, dieses Scheitern dieses Falls, und Professor Diamond setzt sich dafür ein, dass die Leute international darüber aufzuklären, und es geht darum, keine OPs an Kleinkindern zu machen, die noch gar nicht selber einwilligen können. Die meisten, die diese OPs bekommen haben, sind unglücklich, dass sie die Entscheidung nicht selbst getroffen haben. And the UN has claimed also that it is improper for physicians to do any surgery on children until they can consent themselves. And the European Council of Justice has also said that. And I understand that in Germany, they are still discussing it among many of the physician groups about how to deal with intersex children. But it is very clear from my work and the work of many others that
there should be no surgery cosmetically on infants until they're old enough to consent to what they want or don't want to happen to them. Die Vereinten Nationen haben es beanstandet, diese Operationen an Kleinkindern zu machen, ohne deren eigene Einwilligung. Und ich denke, Europarat, not European Court of Justice, but Council of Europe, Europarat, hat es ebenfalls beanstandet. Und in Europa diskutieren verschiedenste Ärztegremien darüber, wie man mit zwischengeschlechtlichen Menschen umgehen kann soll. Aber die einzige richtige Lösung ist, mit den OPs zu warten, bis sie selber einwilligungsfähig sind, selber wissen, was sie entscheiden und ihre eigene Entscheidung treffen können. And I would be happy to go anywhere to explain these things to physician groups. I have a meeting actually next week with one physician group of pediatricians to try to explain how to deal appropriately with intersex children. Und mitten damit würde sich wenden an welche Ärzte es auch immer notwendig ist, um das endlich zu ändern. Nächste Woche hat er ein Gespräch mit einer Gruppe von Kinderärzten, damit bei den Kinderärzten es ändert, die Behandlungsweise. This is unfortunately something that needs attention around the world. Because, as I said from the beginning, most people do not understand how frequent conditions of intersex occur. Das ist ein weltweites Thema, denn meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie häufig Zwischengeschlechtlichkeit auftritt. You have said one in 100, and how many people on how many people is this surgery done? Well, usually surgery may be on about 1 in 2,000, because the surgery is done on infants that are born whose genitals are ambiguous. So in other words, when the child is born, it is not clear whether the genitals are a male or a female. Some females are born with a clitoris that is large, so the surgeons think they have to make it smaller. Some males are born that don't have a large penis, a very small penis, but for some reason or other. So they are thought to be better living as girls. So the physicians try to make the genitals look like average genitals, and they often make the wrong decision. Und es ist zwar jeder hundertste Mensch zwischengeschlechtlich. Die Frage der OP stellt sich aber ungefähr bei jedem 2000. Menschen, wo die Genitalien uneindeutig aussehen. Und zum Beispiel, wenn ein Mädchen eine deutlich größere Klitoris hat, dann vertreten Chirurgen oft die Auffassung, dass es besser sei, diese normal aussehen zu machen, also zu verkleinern. Oder bei Jungen mit einem sehr kleinen Penis geht die Entscheidung oft dahin, den zum Mädchen umzuoperieren. Und viel zu häufig stellen sich diese Entscheidungen als falsch heraus. The most people that are intersex internally, so it's not visible from the outside. And most people who are intersex do not know about it.
They can be males without a penis. They can be females which internally have testicles, but these are not seen. So there are many types of intersex conditions where the people are born but do not find out about it. Sometimes they never find out. Sometimes they find out when they try to have children and they are infertile. Or they try to do something else in their life and they need a medical checkup. And that tells them what happens. We saw an example a couple of years ago because a runner from South Africa won a race and it turned out that she was intersexed. Well, she had always lived her life as a female, but then they found out that parts of her were males. Die meisten zwischengeschlechtlichen Menschen, denen sieht man es nicht an, dass sie zwischengeschlechtlich sind. Bei den meisten ist es eher im Körper. Zum Beispiel gibt es Menschen, wo der Körper männlich funktioniert, die aber ohne Penis geboren werden. Oder es gibt Menschen, wo der Körper sich größtenteils weiblich herausbildet, die aber im Körper Hoden haben. Und bei manchen Menschen erfahren es nie, dass sie zwischengeschlechtlich geboren sind. Manche merken es, wenn sie Kinder haben wollen und sich als unfruchtbar herausstellen. Manche merken es auch, wenn sie sich gründlich medizinisch untersuchen lassen, dann durch Zufall. Und es gab einen Fall in Südafrika, wo die Person dachte, sie wäre weiblich geboren, biologisch, und sich dann als zwischengeschlechtlich herausgestellt hat. There is another condition called Klinefelter syndrome. These people are born with testicles and look like males, but at puberty develop breasts and start to look like females. Es gibt zum Beispiel eine andere Gruppe von zwischengeschlechtlichen Menschen, nennt man schon sprich von Kleinfelter. Die haben Hoden und sehen eher männlich aus, aber in der Pubertät fangen Brüste an zu wachsen und dass sie dadurch dann weiblicher wirken. And there are many conditions where individuals have testicles but have genitals that look like females. But at puberty they develop a penis. Es gibt verschiedene medizinische Gruppen von zwischengeschlechtlichen Menschen, wo die Organe männlich männlich sind, aber sie scheinbar keinen richtigen Penis haben, aber in der Pubertät sie doch einen Penis entwickeln, wie es bei Männern üblich ist. There are many conditions. These are only a few that I've mentioned. And as I say, most people do not know of the people sitting next to them may be intersex. And the people intersex may not even know it themselves. Some people, for example, have an arm that has XY chromosomes that are male, but may have a leg that is XX chromosomes of a female. Viele Leute wissen nicht, dass sie oder die Leute um sie herum zwischengeschlechtlich sind. Es gibt zum Beispiel Menschen, die haben in einem Teil ihres Körpers XY, im anderen Teil ihres Körpers XX-Chromosomen. Es kann dann vielleicht in einem Arm andere Chromosomen sein als in einem Bein. So viele unterschiedliche Arten gibt es von Zwischengeschlechtlichkeit. Do you have any other questions? Yes. What has... There have been
many statements in support of the informed consent by the UN, by the Council of Europe. And what has practically changed in the treatment of intersex people since you have revealed the failure of the John Jones case? Well, fortunately, most people now many people are becoming aware of the condition and are waiting and not doing cosmetic surgery. But there is an important case going on now in America where a child was born and he had ambiguous genitalia, so they decided to make him into a girl. He did that. I mean, the physicians did that. And now the child is 8 years old and insists he is a male and not a girl. And he sued the doctors and the hospital where this had happened. Viele Menschen sind sich heute, was hat sich jetzt praktisch geändert? Es sind viele Menschen bewusst geworden. Die UNO und auch der Europarat haben klare Stellungnahmen für das Recht auf informierte Einwilligung gemacht. Was hat sich praktisch geändert? Ja, viele Menschen sind sich heute ihrer zwischengeschlechtlichen Beschaffenheit bewusst. Das hat sich geändert. Und es gibt zurzeit einen wichtigen Fall in den USA. Ein Kind ist geboren worden mit uneindeutigen Genitalien und man hat das Kind umoperiert, ein Mädchen. Jetzt ist das Kind 8 Jahre alt und besteht darauf, ein Junge zu sein und verklagt die Ärzte. It used to be that the physician could defend themselves by saying they were doing standard practice. Now they can no longer say that. Und üblicherweise haben Ärzte sich verteidigt und gesagt, ja, sie handeln nach einem medizinischen Standard, nach einer Standardpraxis, und nun können sie das nicht mehr sagen. And now they stand to lose, they can be sued and lose millions of dollars. That will stop the practice faster than anything, when they know they can lose money and their license. Und nun, wo sie nicht mehr sagen können, dass es ein Standard sei, droht es den Ärzten, dass sie verklagt werden, dass sie Millionen von Dollars verlieren und dass sie ihre Zulassung verlieren können. Und das wird mehr bewegen als alles andere. That's the latest happening. It is still in legal process now in the States. You mean before the court, in legal process before the court? Correct. Und es ist Verfahren, ist es weiterhin anhängig auf Staatsebene. Any other questions I can help with? Yes, I think that also laws have been changed in favor of intersex people. Well, they're changing slowly, recently in Sweden they have changed some laws. In Colombia, they have changed some laws. So these laws are changing, but it happens too slowly. Es sind auch Gesetze geändert worden, in Schweden zum Beispiel und auch in Kolumbien, aber es geht alles viel zu langsam. What do you know, what kinds of legal changes have been done at Sweden or at Colombia? Well, the first one is with transsexuals. Now, transsexuals are a type of intersex,
where the people are born and raised as males or females, but then at a future, as they grow up, they decide they want to be in the other gender. Hmm. Now, we, in English and in many languages, there is a difference between the word sex and gender. Sex is an anatomical, biological finding, so it is male or female. But a gender is how the person feels inside them. So there is a male who wants to live as a girl or a woman, and a female who wants to live as a boy or man. So sex and gender usually go together, but they may be opposite. Ja, in Schweden und in Kolumbien, da hat man Gesetze verbessert für ja, transsexuelle Menschen. Also transsexuell ist was anderes als intersexuell. Das ist, wenn Sex und Gender nicht übereinstimmen. Also Sex ist das körperliche Geschlecht und Gender ist das eben soziale Geschlecht. Und, ja, anders als Intersexualität, wo das körperliche Geschlecht nicht eindeutig ist. So, when it is realized that these things do not necessarily go together, then and people can make choices and take characteristics of one and mix them with the other. So there are individuals who don't identify either as male or female, but in between, or with some variation that they find comfortable, but not that is understood by others. Und man sieht eben an den Transsexuellen, dass es Menschen gibt, die ja, sich eben als anders empfinden, und dass es auch Menschen gibt, die sich dazwischen empfinden. Das sieht man an Transsexuellen. And so the existence of transsexual people shows that one cannot raise a gender identity, that one cannot educate it, and even not on intersex people. Well, they can try to influence, and they have some influence, but it is not the factor that determines it. So religion can have an influence, culture can have an influence, teaching can have an influence, but the strongest influence comes from inside the person, and they decide how they want to live. Ja, ich habe angesprochen, dass schon die, die Existenz transsexueller Menschen zeigt, dass man es nicht anerziehen kann, wie, welche Identität jemand hat, und dass es für zwischengeschlechtliche Menschen dann, wo der Körper ja eben nicht eindeutig ist, es recht nicht anerzogen werden kann. Ja, die Erziehung hat eine Auswirkung, Religion hat eine Auswirkung, was Entscheidende ist, was in dem Menschen selber ist. Es kommt von innen wie Identität. And it is unfortunate that there are cultures or religions that prevent people from choosing how they and allowing them to choose how they want to live and want to force people into behaving a certain way. That is unfortunate. Es ist traurig, dass es Religionen und Kulturen gibt, die Leuten nicht erlauben wollen zu leben, wie ihre Identität ist, sondern sie zwingen wollen, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben und sich zu verhalten. It used to be that people were prevented by law from a male to live as a woman or female to live or dress as a man. It used to be illegal in many places, but fortunately that is changing. Und es ist lange Zeit verboten gewesen, dass Männer
entsprechend einer weiblichen Rolle auf einer lebten oder Frauen in einer männlichen Rolle. Und glücklicherweise ändert sich das heute. And now in many places they are realizing that you don't have to control marriage either. That males can marry other males and females can marry other females, and that would be okay. In vielen Ländern wird man sich auch bewusst, dass es okay ist, wenn Männer Männer heiraten, Frauen Frauen heiraten. I think if there's no clear distinction between male and female, but that there are people between male and female, I think this is an important point to be tolerant to same-sex marriages. Absolutely, and I mean, there are biological differences that are clear. An ovary is different than a testicle. So that is clear, but the person with a testicle does not have to want to live as a male, and the people with ovaries do not always want to live as a female. Ja, und ich habe das Argument gebracht, dass die Existenz von zwischengeschlechtlichen Menschen ja zeigt, dass die Grenzen zwischen Mann und Frau, dass die nicht so eindeutig sind, sondern dass es Menschen gibt, die vom Körper her schon dazwischen leben und dass das ja auch ein klares Zeichen ist für mehr Toleranz für gleichgeschlechtliche Ehen. Ja, und er sagt, dass es ein Mann auch nicht unbedingt wie ein Mann in der Rolle eines Mannes leben muss und eine Frau in der Rolle einer Frau. When children are born, they are not sexually neutral. They, in their brains, have an idea or have a certain organization that has been occurred to them before birth. Their brain has been organized in a certain way to act. Now that gets modified by society and culture, but it is only an influence, and the individual puts all of those forces together, the force of the brain before birth and the force of the environment after birth, and decides for himself or herself how they want to live. Kinder werden bei der Geburt nicht geschlechtlich neutral geboren, sondern in ihr Gehirn ist auf ein Geschlecht festgelegt. Dann gibt es natürlich Einflüsse auch nach der Geburt und für die Erziehung. Aber das Entscheidende ist, wie ihr Gehirn geprägt ist vor der Geburt, und das beeinflusst wesentlich mehr, wie sie leben wollen. And I think that parents should support their child and help them decide to live as the child wants more than as the parents want, because the parents and children don't always think the same. Und die Eltern sollten das Kind unterstützen, so zu leben, wie das Kind es will. Und denn Kinder und Eltern denken nicht immer genau das Gleiche, wie es sein sollte. Do you have any other questions? Well, I think it is good that the UN and other international organizations realize that the intersex individuals exist and need laws to protect them.
Es ist gut, dass die Vereinten Nationen und andere internationale Organisationen realisieren, dass es zwischengeschlechtliche Menschen gibt und Gesetze brauchen, um sie zu schützen. Many countries, for example, allow individuals to choose what they put on their passport, if they have male or female, regardless of how they were born. And the same thing with driver's license and other identification. They allow individuals to make their own choice. Viele Länder erlauben heute den Menschen, in ihrem Führerschein oder ihren Reisepass eintragen zu lassen, das Geschlecht, was sie für richtig finden, unabhängig davon, wie sie geboren sind. It seems to me that many things are improving for intersex people, but just the most urgent, the most important human rights issue delaying the surgery until the people themselves can consent. That this is all. Many places delayed. You're exactly correct. And I have been arguing to do no cosmetic surgery without the patient, and that is the child, without the patient's consent and informed consent. They have to realize that any surgery on their genitals will decrease its sensitivity. Surgery never helps to increase sensitivity. So if they do any surgery, the individual, male or female, will decrease in their erotic sensitivity. So the parents who think they're helping the child as a child will hurt them as adults. In other words, when the child is an infant, he or she doesn't care about eroticism, but when they are adults, they do care. Mir scheint es, dass in vielen Ländern sich Dinge verbessern für zwischengeschlechtliche Menschen, dass man aber das wichtigste Menschenrechtsthema vor sich her schiebt, nämlich die frühen OPs zu verschieben, bis der Mensch selber entscheidet. Und ja, der Patient ist das zwischengeschlechtliche Mensch selbst, auch als Kind. Und es ist wichtig, auch wegen der Sensitivität, diese OPs zu verschieben. Denn jede OP kann höchstens Sensitivität verringern. Und Eltern, die vielleicht dem Kind helfen wollen, wenn es klein ist durch die angleichenden OPs, fügen damit ihrem Kind Schaden zu, wenn es erwachsen ist. Im Erwachsenenalter spielt es sehr wohl eine Rolle, ob die Sensitivität erhalten geblieben ist. I asked myself, what needs to Hello? And now?
Okay, nun sind wir wieder zu hören. After several bodies of the UN and also the Council of Europe has spoke clearly for informed consent, what more is needed to achieve a worldwide change to protect intersex people? Well, the laws regarding medical practice are different in every country. So each country has to decide how they control what goes on for physicians. But slowly this is happening. They are changing their laws. I was invited this past May to Sweden with a colleague in Sweden, Jameson Garland. We have written a paper that will try to instruct physicians around the world how to deal with intersex children. And we want to change the laws, particularly we have started to change the laws in Sweden. I'm trying to do that here in Hawaii. And there are others around the world, intersex groups themselves, that are trying to change laws. There is a German group, intersex group, that has is working very hard. They go to different conferences by physicians and try to instruct them how they should deal with intersex children. Things are happening. Unfortunately, it's too slow. Ja, ich frage, nachdem in auf UNO-Ebene, UNO-Gremien und auch der Europarat sich für die informierte Einwilligung klar stark gemacht haben. Was braucht es denn noch mehr, um einen weltweiten Wandel zu bewirken? Und ja, jedes Land hat natürlich seine eigenen Gesetze zur Medizin und es muss in jedem Land einzeln geschehen. Und Milton Diamond hat im Mai diesen Jahres hat er mit einem schwedischen Wissenschaftler ein Papier rausgebracht zur Behandlung zwischengeschlechtlicher Menschen und was natürlich auch als Beispiel dienen soll für Ärzte in aller Welt, wenn es natürlich jetzt anlässlich der Verbesserung der Rechtslage in Schweden gewesen ist. Und es gibt auch in Deutschland zum Beispiel einen sehr aktiven Verband von zwischengeschlechtlichen Menschen, der auf vielen Konferenzen ist und um Umdenken zu bewirken. Yeah. As I say, there are groups in many places that try, intersex groups in many places that are trying to instruct their legislatures on what to do, how to prevent surgery on infants. Es gibt an vielen Orten inzwischen Gruppen von zwischengeschlechtlichen Menschen, die Lobbyarbeit machen auch für Gesetzesänderungen, um die frühen OPs zu verhindern. Okay, many thanks for the interview. I'm glad I can help you. Thank you for having me. Many thanks. Okay. Anything more I can do for you, please don't hesitate to ask. Okay. Thank you.
Ja, es ist Donnerstag, der 17.03.2013. Jetzt kommt der dritte Teil der Sendung Macht und Menschenrechte. Das Interview mit Helga Zeppler-Rusch, der Vorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Solidarität Büsow, haben wir gestern aufgezeichnet. Anders war, dass wir durch die Webseite von Büsow auf mehrere Veröffentlichungen aufmerksam geworden sind. Büsow hatte darauf hingewiesen, dass nicht nur Menschenrechtsverletzungen passieren, sondern dass hier Menschenrechte, sogar solche, die als Grundrechte in Verfassungen stehen, selbst in Frage gestellt werden. Am 28. Mai 2013 gab es da die Veröffentlichung von der JP Morgan Bank, The Eurozone Adjustment About Halfway There, also die Anpassung der Eurozone auf halbem Weg dorthin, wo die Empfehlung gegeben wurde, dass bei Verfassungen, die von südeuropäischen Ländern, die viele Grundrechte für Arbeiter haben und Grundrechte haben, mit denen man protestieren kann, also wahrscheinlich die Versammlungsfreiheit, vielleicht meinten sie auch die Meinungsfreiheit, dass man da etwas tun müsste bezüglich dieser Grundrechte, ob sie die gestrichen haben wollen oder vermutlich eher eingeschränkt haben wollen. So genau steht das in dem Papier der JP Morgan Bank nicht drin. Man hat sogar da die Vermutung aufgestellt seitens der JP Morgan Bank, dass deutsche Politiker für die ärmeren Länder in Südeuropa nur noch dann noch mehr Geld geben würden, wenn diese ihre Verfassung ändern würden. Jetzt könnte man denken, das wäre ein Einzelfall, aber am 26. und 27.09. Einmal im Internet, einmal auf gedruckter Form hat das Wall Street Journal ebenfalls eine Empfehlung veröffentlicht, die in die Richtung geht, dass Staaten ihre Verfassung ändern sollten. Und das war in relativ engem zeitlichen Zusammenhang zu einem portugiesischen Verfassungsgerichtsurteil, was um mit Portugals Verfassungsgericht zum wiederholten Male Auflagen, die das Land von der Troika bekommen hat, Sparauflagen, Grenzen gesetzt hat anhand der portugiesischen Verfassung. Und das scheint in besonderem Maße Anlass zu sein, dass man da verfassungsmäßige Rechte gekürzt haben will. Vor allem Portugal hat besonders viele Rechte, Grundrechte von Arbeitnehmern, mehr als Spanien, Italien oder erst recht Deutschland oder Griechenland in ihrer Verfassung haben. Ja, und wir waren natürlich dankbar, auf diese gefährliche Entwicklung aufmerksam geworden zu sein, durch Artikel auf der Webseite von Büsow. Und da haben wir die Vorsitzende von Büsow gefragt, wie man mit solchen Forderungen, dass Konzerne Verfassungsänderungen haben wollen, wie man damit als Politiker umgehen soll. Und haben uns auch erkundigt, wie Büsow die Finanzkrise lösen will und was das so für Kräfte sind und warum man da vermutlich Verfassungen geöffnet haben will. Ja, und bitte ich gleich, das Interview abzuspielen. Nun kommen wir zum nächsten Teil unserer Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 17. Oktober 2013. Dieses Interview ist eine Aufzeichnung. Ich begrüße ganz herzlich Frau Helga Zeppler-Rusch, die Vorsitzende der Partei Bürgerbewegung Solidarität. Ja, guten Tag, hallo. Frau Zeppler-Rusch, Sie haben Büsow aufmerksam gemacht auf Forderungen aus verschiedenen Richtungen nach Verfassungsänderungen. Einmal von der JP Morgan Bank und einmal vom Wall Street Journal. Wie bewerten Sie das? Ja, also die Wall Street, genauso wie die europäische Finanzelite, wissen natürlich haargenau, dass das transatlantische Finanzsystem kurz vor einer Explosion steht, wogegen der Krach von 2008 Lehman Brothers sich wie die berühmten Peanuts ausnimmt. Und die werden jetzt versuchen, mit allen Mitteln ein Paket von Maßnahmen durchzusetzen,
das dazu dienen soll, diese Casino-Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und dieses Paket besteht aus einerseits einer Fortsetzung der sogenannten Bail-out-Politik, also der Rettungspakete auf Steuerzahlerkosten. Zusätzlich soll das sogenannte Quantitative Easing, also das Gelddrucken, was natürlich dann zur Hyperinflation führt, weiter fortgeführt werden und notfalls sogar ausgedehnt werden. Und drittens soll dazukommen das sogenannte Bail-in, also das Zypern-Modell, nach dem Konteninhaber nach einer bestimmten Gläubigerhierarchie enteignet werden sollen. Und das Ganze soll dann verbunden werden mit den drakonischsten Sparmaßnahmen, vor allen Dingen im Sozialbereich, Sozialversicherungen, Krankenversicherungen und so fort. Und das sind so brutale Sparmaßnahmen, dass die natürlich nicht ohne weiteres durchgesetzt werden können, weil, wie es in einem Papier von JP Morgan vor einigen Monaten hieß, gerade in Südeuropa sind viele Verfassungen entstanden als Reaktion auf den Faschismus und legen darin ganz klare Menschenrechte, Arbeitsrechte und so weiter nieder. Und die stehen eben im Weg. Und deshalb setzen sich diese Bankkreise dafür ein, die Verfassungen zu ändern, beziehungsweise sie so zu ergänzen mit technokratischen Prozeduren, wie wir das in Amerika mit der sogenannten Sequestration sehen, das heißt einem automatischen Abbau von Sozialleistungen und in Europa mit der Schuldenbremse. Das heißt, die Verfassungen werden im Grunde ausgehebelt und ersetzt durch einen technokratischen Automatismus, der aber dann den Lebensstandard der Bevölkerung brutal kürzt. Und das ist der Grund, warum die ganz offen sich dafür aussprechen, dass die Verfassungen geändert werden müssen oder sogar beseitigt oder ersetzt werden müssen. Das heißt, es könnten also verschiedene Dinge sein, wie die vorgehen wollen. Also einerseits die Grundrechte selbst einschränken durch Verfassungsänderungen oder Ergänzungen machen, die diese Grundrechte einschränken. Naja, wir sehen das ja im Augenblick jetzt um die Haushaltskrise in den USA, wo im Grunde seit Obama im Amt ist, und das haben ja viele Leute falsch eingeschätzt, die gedacht haben, der Obama wäre irgendwie was anderes als George W. Bush, ein Fehler, den wir nicht begangen haben, sondern Obama hat praktisch, sobald er im Amt war, angefangen mit der sogenannten Cat Food Commission. Das war ein Gremium von Kongressabgeordneten, die Richtlinien zu Sparmaßnahmen vorgelegt haben. Das wurde dann von dem sogenannten Super Commission weiter fortgesetzt. Und wenn die eben keine Regelung finden können, wie das jetzt vor kurzem der Fall war, dann gibt es inzwischen ein Gesetz im Kongress, was verabschiedet worden ist, wonach dann eben automatisch nach einem bestimmten Schlüssel Sozialleistungen abgebaut werden. Und jetzt ist ja heute gerade wahrscheinlich ein Kompromiss zustande gekommen, der allerdings erst noch vom Kongress gesegnet werden muss, der aber ja nicht das Problem beendet, dass das transatlantische Finanzsystem kurz vor der Detonation steht. Und jetzt heute zum Beispiel hat das sogenannte Peterson-Institut eine Anzeige veröffentlicht, wo sie sagen, jetzt müssen die sogenannten Entitlements gekürzt werden, also die Leistungsansprüche, die eben bestehen aus Sozialversicherungen, aus Medicare, Medicaid, das heißt, wo im Grunde die Alten, Schwachen und Armen eigentlich umgebracht werden sollen, weil das hat in der Konsequenz einen lebensverkürzenden Effekt. Selbst die New York Times hatte jetzt in den letzten 2 Wochen 3 Artikel, wo sie darauf hingewiesen haben, dass Obamacare in Wirklichkeit einigen Menschen das Leben kosten wird, weil sie eben nicht mehr versorgt sind. Und dasselbe ist ja praktisch durch die Troika-Politik in Griechenland, in Zypern, in Spanien, Portugal auch der Fall. Und deshalb sind wir ja dafür, dass diese Politik absolut gestoppt werden muss durch ein Glass-Steagall-Gesetz, genau wie Franklin D. Roosevelt das 1933 eben als Reaktion auf die damalige Weltwirtschaftskrise auch gemacht hat. Das heißt, die Geschäftsbanken und die Investmentbanken müssen getrennt werden.
Und die haben also dann keinen Zugriff mehr, die Investmentbanken, auf die Einlagen der Geschäftsbanken und kriegen keine Steuergelder mehr. Und dann heißt das eben, dass sie Insolvenz anmelden müssen, weil ihre gesamten Assets, sogenannte, bestehen aus virtuellem Geld, nämlich Derivaten, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Also mit anderen Worten, wir müssen im Grunde jetzt wirklich, wirklich einen totalen Schnitt machen und zurückgehen zu einem völlig anderen Paradigma, was das Gemeinwohl wieder in den Vordergrund stellt, die Realwirtschaft, produktive Arbeitsplätze und die Casino-Wirtschaft muss beendet werden. Ja, ich denke, Lars Stiegel, das wäre schon etwas, wo man stark bei den Ursachen die erheblich abmildern würde. Hat nicht die SPD das auch schon vorgeschlagen, zum Beispiel Herr Gabriel? Also alle möglichen Leute haben jetzt von Trennbankengesetzen geredet. Ich bezeichne das als die Muckefuck-Varianten oder Blümchenkaffee-Varianten, also Vickers Commission oder Liikanen-Vorschlag oder Volcker-Regel. Das sind alles Vorschläge, die lassen Löcher so groß wie Scheunentore für die Spekulanten. Die brauchen nämlich dann nur ihre Spekulation zu verlagern auf Offshore-Märkte, Hedgefonds oder andere Lücken. Und im Grunde haben ja diese ganzen Vorschläge bisher überhaupt nichts geändert. Man muss natürlich vor allen Dingen sehen, dass jetzt in dem von Schäuble genannten angeblichen Trennbankensystem die Bail-in-Klausel voll drin ist. Also der Herr Schäuble hat vor ungefähr einer Woche ein Interview gegeben der britischen Zeitung The Banker, wo er im Grunde sich preist, dass in dem Gesetz, was vom Bundestag verabschiedet worden ist, diese Bail-in-Klausel, also das Zypern-Modell, voll enthalten ist. Und das ist in gewisser Weise eine wirkliche Unverschämtheit gegenüber dem Wähler, weil kein Wort darüber wurde im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf erwähnt. Und ich bezweifle mal, dass sehr viele Leute eine englischsprachige Zeitung wie The Banker mit einer sehr kleinen Auflage überhaupt jemals lesen. Also es ist wirklich ein Betrug am Wähler, der da stattgefunden hat. Und der Gabriel-Vorschlag ist auch kein Trennbankensystem, weil es ja trotzdem bejaht, die Bankenunion, Eurobonds, die ganze grenzübergreifenden Abwicklungsmechanismen und so fort. Also das ist im Grunde, wie gesagt, eine Muckefuck-Variante, aber nicht das wirkliche Glass-Steagall, womit Roosevelt Amerika 1933 aus der Depression herausgeholt hat. Ja, vor allem bei Lars Stiegel, da würde man ja auch die Risiken eingrenzen und Eurobonds, da sollen die Staaten ja gesamtschuldnerisch für die Schulden voneinander haften und also direkt von Anfang an gesamtschuldnerisch. Da denke ich, müssen noch wesentlich schneller alle zahlen als bei dem Bürgschaftsmodell wie bei EFSF zum Beispiel als Teil von dem angeblichen Euro-Rettungsschirm. Ja, der Vorschlag geht ja jetzt sogar dahin, dass man diesen grenzübergreifenden Abwicklungsmechanismus in dem European Stability Mechanism ansiedeln will. Und das ist ja ein völlig rechtsfreier Raum. Das heißt, die Mitglieder des ESM sind ja auf Lebenszeit immun, können also gerichtlich überhaupt nie belangt werden. Also selbst wenn die jetzt mit dem Geld, was sie da dann verwalten, wüste Spekulationen machen, dann wären sie immer noch immun. Es ist auch keine Einsichtspflicht da, also nicht mal der Bundestag könnte praktisch sich da einen Überblick verschaffen. Also das ist wirklich die Bankendiktatur. Und was wir vorschlagen, ist was völlig anderes. Wir sagen im Grunde Glass-Steagall, also es müsste dieses Trennbankensystem durchgeführt werden. Die Investmentbanken müssten ohne Hilfe ihre eigenen Bücher in Ordnung bringen. Und das würde mit hundertprozentiger Gewissheit bedeuten, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Also im Grunde geht es darum, die Wall Street zu bankrottieren, weil diese Casino-Wirtschaft, die braucht man nicht. Wir brauchen nicht diese Form von parasitärem Investmentbanking. Und natürlich ist das nur der erste Schritt. Was dem absolut folgen muss, ist ein Kreditsystem in der Tradition, etwa wie der erste Finanzminister Amerikas, Alexander Hamilton, nach der amerikanischen Revolution eine Nationalbank gegründet hat, die dann Kreditlinien zur Verfügung stellt für wohldefinierte Projekte im Sinne des Gemeinwohls.
Und eine ähnliche Politik haben wir im Übrigen nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau auch gemacht, die nämlich basierte auf dem Franklin D. Rooseveltschen Reconstruction Finance Corporation, also auch einer staatlichen Kreditgesellschaft, die dann Kreditlinien für die Realwirtschaft zur Verfügung stellt. Also der ganze spekulative Bereich fällt weg. Und dahin müssen wir. Und wir wollen das eben nicht nur für die transatlantische Region, sondern eigentlich brauchen wir ein globales Trennbankensystem, das sich dann wirklich, also wo dann wirklich Kredite nur noch für wirtschaftliche Entwicklung da sind und nicht für irgendwas anderes. Und wo dann auch die Menge der Geldschöpfung sich orientiert an einem konkreten Investitionsbedarf, den man fördern will. Richtig, also das wäre nach ganz klaren Prinzipien der physischen Wirtschaft. Also der Begriff physische Wirtschaft geht auf Leibniz zurück. Der wurde also im Zusammenhang mit der Entwicklung der Dampfmaschine damals von ihm entwickelt und bedeutet eigentlich, dass die physische Wirtschaft der Teil der Wirtschaft ist, wo der Mensch durch seine kreative Fähigkeit immer wieder neue Naturgesetze zu entdecken, diese als wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt im Produktionsprozess anzuwenden. Und das führt dann zu einer Verbesserung der Produktivität. Und die wiederum hat zur Folge, dass der Lebensstandard der Menschen wächst, die Lebenserwartung wächst, überhaupt die Menschheit sich voranentwickelt. Und wir müssen im Grunde wieder zu so einer Idee der Wirtschaft, wo der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht irgendwelche Profite von irgendwelchen kleinen Eliten, die also letztlich das Gemeinwohl mit Füßen treten. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den Forderungen jetzt von JP Morgan. Die haben in ihrem Papier vom 28. Mai ja empfohlen oder gefordert, Grundrechte, die mit denen man protestieren kann, also wahrscheinlich Versammlungsfreiheit, vielleicht auch die Meinungsfreiheit und Grundrechte von Arbeitnehmern zumindest einzuschränken. Wie kann die Politik darauf reagieren, dass Banken sowas fordern? Was ist da angemessen? Naja, das wird ja schon angewandt. Also wenn Sie mal gucken, die Politik der Troika etwa in Griechenland oder in Zypern, die haben ja im Grunde die Arbeitsrechte schon weitgehend eliminiert. Also Tarifverhandlungen oder ähnliche Sachen, die sind ja nicht mehr gewährleistet. Das Versammlungsrecht ist natürlich dann auch nicht mehr vorhanden, wenn die Polizei mit solchen Methoden eingreift, wie das von der Samaras-Regierung in Griechenland wiederholt passiert ist. Im Übrigen mit Übereinkunft der EU-Kommission, dann haben sie im Grunde schon einen Abbau der demokratischen Grundrechte. Und das ist das, was die im Grunde konsolidieren wollen und im Grunde Menschenrechte eliminieren. Und das ist ja selbst von der UN im Falle Griechenlands von dem offiziellen UN-Kommissar festgestellt worden, dass die Politik der Troika in Griechenland Menschenrechte verletzt hat. Und das ist die Gefahr, dass das in ganz Europa und ganz Amerika passiert. Ich nehme an, Sie meinen Professor Cephas Lumina aus Sambia, den UNO-Sonderberichterstatter für die Folgen der Finanzkrise für die Menschenrechte. Ja, der ist ja in Griechenland gewesen. Genau. Sind Ihnen noch weitere Forderungen von Konzernen nach Verfassungsänderungen bekannt in dieser Krise, außer dem, was jetzt JP Morgan am 28. Mai gefordert hat und kürzlich, was im Wall Street Journal gewesen ist? Ja, es gab auch ein Papier von vor einigen Monaten von der Boston Consulting Group. Das ist so eine Asset Management also Gruppierung. Die hatten also auch in einem internen Newsletter praktisch gesagt, dass also jetzt Änderungen in der gesamten Verfassung und Wirtschaft also nötig seien, die eigentlich ein Umfeld brauchen wie in den 30er Jahren. Die sagen zwar nicht offen faschistische Lösungen, aber das ist natürlich genau das, was damit gemeint ist. Also Umfeld der 30er Jahre war eben Mussolini, Hitler, Franco, Pétain in Frankreich. Das heißt im Grunde diktatorische Regierungsformen. Das wird ganz offen von denen gefordert. Und wenn man sich die EU anschaut, ich meine, es gibt ja viele Leute, die von einem Demokratie
Defizit in der EU reden, das ist so ein Euphemismus. Also das ist also wirklich absurd, weil wir haben keine Demokratie mehr. Wir sind nie gefragt worden in der Volksabstimmung, ob wir den Euro wollen oder ob wir die Bankenunion wollen oder ähnliche Dinge. Das sind alles Sachen, die ganz tiefgreifend in unsere Lebensverhältnisse eingreifen. Und der Bürger wird überhaupt nicht gefragt. Also zum Beispiel der Lissabon-Vertrag. Da hat der Europarat in Lissabon im Dezember 2007 dieses neue Vertragswerk beschlossen, was ja der alte abgelehnte Verfassung war, also was in Frankreich und Holland mit einem Referendum abgelehnt war. Dann haben sie 5% davon umgeschrieben, das nicht mehr Verfassung genannt, sondern Vertrag. Und das sollte dann klammheimlich durchgezogen worden werden. Und wenn wir das nicht zufällig entdeckt hätten durch Gespräche mit Staatsrechtlern aus Österreich und anderswo, hätte das niemand gemerkt. Es gab in der ganzen Zeit zwischen Dezember 2007 und April 2008, als der Bundestag den Lissabon-Vertrag abgestimmt hat, in keiner Zeitung einen Artikel darüber. Also man muss sich das mal vorstellen, dass ein Vertragswerk, was also unter anderem auch die Todesstrafe vorsieht, bei Demonstrationen oder Erschießungen denkbar werden lässt, das wurde mit keinem einzigen Artikel in einer der Mainstream-Zeitungen kommentiert. Und das ist unter anderem also eine Reflexion, wie es um die Demokratie schon jetzt in Deutschland und leider auch in Europa bestellt ist. Wir haben uns mit dem Lissabon-Vertrag auch sehr intensiv beschäftigt und auch sehr intensiv, wo die wenigen, aber auch teilweise wichtigen Unterschiede sind zwischen EU-Verfassungsentwurf und Lissabon-Vertrag. Und dass es noch mehr auf Privatisierung setzt und die Militarismus etwas weniger hat. Aber ansonsten ist es fast das Gleiche, nur dass es keine Verfassung ist. Ja, und das Problem ist eben, dass man ja sieht, wie die politische Klasse in Europa sich verhalten hat. Also wir haben jetzt fast 6 Jahre Finanzkrise, es sind unglaublich viele Steuergelder verprasst worden und damit sind private Zockerschulden in Staatsschulden und öffentliche Schulden verwandelt worden. Und leider ist bis zum heutigen Zeitpunkt keine einzige effektive Re-Regulierung passiert, die diese Casino-Wirtschaft einschränken würde oder beenden würde. Das heißt, die politische Klasse ist quasi, stecken in der Tasche dieser Finanzelite. Und das Problem ist, das muss geändert werden. Und im Grunde muss die Bevölkerung sensibilisiert werden und aus dieser Lethargie herausgebracht werden. Also wir machen ja viele Infotische auf der Straße und 99% der Leute sagen, ach, man kann ja doch nichts machen. Und wenn man die Leute dann fragt, ja, was heißt das denn, in was für einem System leben wir denn, wenn so viele Leute denken, man kann ja sowieso nichts machen, dann leben wir ja wohl nicht in einer Demokratie. Ja, dann stimmen die Leute zu und sagen, ja, vielleicht leben wir wirklich schon in einer Diktatur. Und das muss erstmal bewusst werden, weil nur dann hoffentlich zumindest ein kleiner, aber wichtiger Teil der Bevölkerung aufsteht und sich daran erinnert, dass es unsere Zukunft, um die es geht, und die von unseren Kindern und Enkeln und nicht, also die unsere Zukunft steht auf dem Spiel. Ich hätte da ein Anliegen. Wenn Sie da was Schriftliches haben von der Boston Consulting Group, die deutschen Mittelstandsnachrichten haben darüber berichtet, aber nicht den Text selber gezeigt. Wenn Sie uns das zukommen lassen könnten, ich glaube, das in den Mittelpunkt zu rücken, was Sie da konkret gesagt haben, könnte helfen für die Demokratie. Ja, doch, das kann ich Ihnen heute noch zuschicken. Das könnte wirklich hilfreich sein. Ich will vielleicht noch einen Punkt nennen, das kann ich Ihnen auch zuschicken. Es gibt ja jetzt auch einen Whistleblower beim IWF. Der hat also der Wall Street Journal ein Geheimdokument zugespielt, ein Geheimprotokoll von einer Sitzung von 2009. Ich glaube, das war im Mai 2009, wo im Grunde das erste Rettungspaket für Griechenland diskutiert wurde. Entschuldigung, wenn ich korrigieren darf. Ich meine, das war Mai 2010. Ich habe das auf Ihrer Webseite gefunden. Entschuldigen Sie. Ich habe es mir schon durchgelesen. Das ist hochinteressant, dass da eine Minderheit, ich glaube von knapp 40 Ländern, sich dagegen ausgesprochen hat.
Ja, vor allen Dingen die sogenannten Vertreter der Schwellenländer, also Indien und Brasilien, die haben gesagt, es kann nur zur Katastrophe führen, das wird zu einer deflationären Spirale führen und genau das ist natürlich eingetreten. Und im Grunde, also wenn der IWF jetzt weiterhin verlangt, noch mehr von demselben, dann heißt das, sie sind nicht lernfähig. Und man muss wirklich sehen, also ich will das vielleicht so brutal sagen, zwischen der ganz furchtbaren Katastrophe von Lampedusa, wo jetzt in 2 Wochen dreimal viele, viele Menschen ertrunken sind. Die einzige Antwort des Europaparlaments war, nach der zweiten Katastrophe die Gesetze so zu verschärfen, dass die Küstenwachen noch mehr Menschen da zurückdrängen und im Grunde also verhindern, dass die da kommen können. Das heißt, man will nicht die Alternative, die bestehen würde in der Entwicklung, wirtschaftlichen Entwicklung von Afrika, das will man natürlich überhaupt nicht, sondern man nimmt weiter in Kauf, dass Menschen sterben. Und für mich ist es nur ein gradueller Unterschied zwischen der Politik der Troika in Griechenland, in Zypern und dem absolut völkerverachtenden oder menschenverachtenden Verhalten gegenüber den Menschen da, die in Lampedusa umgekommen sind. Das heißt, es ist eine Politik, die Menschenleben oder den Verlust von Menschenleben in Kauf nimmt. Und das hat Absicht. Ja, ich denke, das hat auch, das findet man auch im EU-Recht wieder, zum Beispiel EU-Grundrechtecharta. Was in den Verträgen der EU steht, geht vor den EU-Grundrechten innerhalb des EU-Rechts. Das heißt, was im AEU-Vertrag und EU-Vertrag steht, geht aus Sicht der EU vor. Und wenn da drin steht, hat die Küste zu schützen, hat das dann mehr Gewicht als so eine Genfer Flüchtlingskonvention, auf die da verwiesen wird, auch im AEU-Vertrag und auch in der Grundrechtecharta. Aber ich denke, über Lex Specialis sagen sie dann, Küstenschutz ist spezieller und das setzt sie im Vordergrund. Naja, das ist vielleicht kurzfristig richtig, aber ich glaube, dass es sowas gibt wie Naturrecht. Und man kann dieses Naturrecht für eine gewisse Zeit verletzen. Aber wenn Sie mal an die griechische Tragödien denken oder überhaupt die griechische Mythologie, dann irgendwann werden die Erinnen diese Leute, die Täter, die Schuldigen treffen. Also wenn Sie mal an das Gedicht von Friedrich Schiller denken, die Kraniche des Ibikus, wo die Mörder letztlich durch den Chor der Erinnen überführt werden, das heißt, wo sie im Grunde die Gegenwart einer höheren Macht, wie der Schiller das in dem Gedicht so wunderbar da ausdrückt, bringt die Mörder dazu, dass sie sich selbst verraten. Und in der Geschichte, also wenn Sie an die großen Tragödien denken, Schiller, Shakespeare, die haben immer den Eintritt dieses Naturrechts, das war immer ein ganz wichtiges Mittel, um klarzumachen, es gibt eine Gerechtigkeit und man kann die Gesetze biegen und brechen, wie man will, aber irgendwann wird es auf diejenigen zurückschlagen, die diese Untaten da begangen haben. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass dieses EU-Gebilde, was mehr Unfrieden erzeugt hat als irgendwas und wo die Menschen sich mehr Feind sind, als es jemals der Fall war seit 1945, dass das keinen Bestand haben wird. Und das Einzige ist, ob wir rechtzeitig genügend intelligente und moralische Menschen finden, die sich für Alternativen zusammenschließen. Oder ob diese Leute uns alle mit in den Abgrund reißen. Das ist im Grunde die Alternative. Jetzt hat, wo Sie Griechenland ansprechen, Griechenland hat im Rahmen seiner Umschuldung, hat es die Auflage bekommen, die Staatseinnahmen immer für ein Quartal im Voraus, was voraussichtlich an die auswärtigen Gläubiger geht, auf ein Sperrkonto zu zahlen, damit die Gläubiger vorrangig bedient werden. Und das sollten die sogar noch in ihrer Verfassung verankern. Da kam jetzt eine Auflage zur Verfassungsänderung dann mal über die Troika bei EFSF. Und ist das moralisch oder rechtlich etwas anderes, als wenn jetzt Private versuchen, das aufzuerlegen? Oder ist es genauso zurückzuweisen? Natürlich, das ist, wenn man überlegt, dass ja Griechenland überhaupt nur in die EU
aufgenommen worden ist, beziehungsweise in die Eurozone durch die Vermittlungen von Goldman Sachs. Und dass der ehemalige griechische Zentralbanker heute, ich glaube, im Vorstand der EZB sitzt und die das natürlich alle wussten, dass die Statistiken gefälscht waren, dass gleichermaßen die ganzen Rettungspakete immer nur an die Banken gingen, an die europäischen Banken und nie an die griechische Bevölkerung, dann ist es eigentlich wirklich eine vollkommen also ungerechte Angelegenheit. Und im Grunde muss Griechenland die Konsequenz daraus ziehen, aus diesem Euro auszutreten, eine eigene nationale Währung zu kriegen und sich umzuorientieren. Also zum Beispiel, wir denken ja sowieso, dass der große Schnitt durch Glass-Steagall in den USA kommen wird. Aber es gibt ja auch seitens jetzt von China, da hat der neue chinesische Ministerpräsident Xi Jinping gerade auf der Konferenz von Bishkek, der Shanghai Cooperation Organisation, gesagt, dass die neue Seidenstraße die Politik ist, mit der China die alten Handelswege auf moderne Weise ausbauen will, bis nach Zentralasien. Und im Grunde ist das der Weg, wie Griechenland sich neu orientieren soll. Das heißt, sie sollen Transport und Handelswege und überhaupt Export und Import mit Eurasien organisieren, aber nicht innerhalb dieser EU, weil innerhalb der EU haben die null Chance. Und im Grunde ist diese Forderung, was Sie da erwähnt haben, das ist so wie bei Shakespeare, der Kaufmann von Venedig, das Pfund Fleisch, was da als Pfand gefordert wird, weil es führt zum Sterben von Menschen in Griechenland ganz massiv. Die Selbstmordrate geht hoch, Kinder können nicht mehr behandelt werden. Es ist eine absolute Katastrophe und die muss beendet werden. Besser ein Ende mit Schrecken und dann ein Neuaufbau als ein Schrecken ohne Ende. Wenn jetzt ein Land nicht mehr alle Gläubiger pünktlich bezahlen kann und das formell feststellt, dann hat man ein Staatsbankrott. Jetzt will die EU das ja machen in Form eines Staateninsolvenzverfahrens, wo außer der Troika auch noch die privaten Gläubigerauflagen machen können. Findet man im ESM-Vertrag und die Verpflichtung auf kollektive Aktionsklauseln und in Deutschland noch Gesetz, im Bundesschuldenwesengesetz hat man es noch eingebaut. Und wie würde denn Büso damit umgehen, wenn ein Staatsbankrott passiert in Deutschland oder einem anderen Land? Wie kann man damit anders umgehen oder gerechter umgehen? Also wir brauchen wirklich eine Lösung, die alle diese Probleme beiseite bringt, und das ist Glass-Steagall. Also wir brauchen erstmal eine Trennung von Geschäftsbanken und dem, wofür Geschäftsbanken zuständig sind, also Sozialausgaben, Realwirtschaft, Produktion von Handel, Industrie und Landwirtschaft. Der Bereich muss geschützt werden durch eine staatliche Schutzstellung der Geschäftsbanken. Dann muss der Investmentbankbereich abgetrennt werden und eigentlich stillgelegt werden, was passiert, wenn sie ihre Bücher in Ordnung bringen wollen. Und dann brauchen wir ein Kreditsystem, wo die nationale Verantwortung für die Zurverfügungstellung von Krediten also wieder unter die Kontrolle von souveränen Regierungen kommt, beziehungsweise Parlamenten. Und diese Kredite müssen dann ausschließlich gebunden werden an Bereiche des Gemeinwohls. Also zum Beispiel wohldefinierte Projekte, in die man investieren würde, wenn es der Wirtschaft auch gut gehen würde. Infrastruktur, Erziehung, Bildung, Gesundheitswesen. Also alles die Bereiche, die im Grunde das Lebensumfeld der Menschen verbessern. Und das würden wir gleichzeitig machen in allen Ländern. Man würde dann feste Wechselkurse einführen, natürlich Rückkehr zu den souveränen Währungen, feste Wechselkurse zwischen diesen Währungen und dann langfristige Kreditabkommen, wo dann zum Beispiel internationale Projekte gemeinsam finanziert werden. Also zum Beispiel, wir haben ja geschrieben ein Programm für den Aufbau von Südeuropa, wo wir im Grunde die Projekte der Eurasischen Landbrücke verlängern in den Balkan, nach Italien, in die Iberische Halbinsel, und das wiederum dann verbunden wird, zum Beispiel durch einen Tunnel, durch die Straße von Gibraltar
oder ein Tunnel zwischen Sizilien und Tunesien, dann eine weitere Entwicklungsroute über Ägypten, um dann Afrika großflächig zu entwickeln durch Infrastruktur, Häfen, Straßen, Schnellbahnen, neue Städte, Wasserprojekte. Wir wollen das Wasser vom Kongo durch ein Kanalsystem in den Tschadsee umleiten oder abzweigen, einen kleinen Teil davon, der würde ausreichen, um die gesamte Sahelzone zu begrünen. Wir haben einen Kanal geplant vom Kongo bis zum Mittelmeer. Damit würde praktisch ein Streifen von Landwirtschaft entstehen, parallel zum Nil. Damit würde man sofort den Hunger bekämpfen können. Wir haben ein Entwicklungsprogramm geschrieben für den gesamten Nahen Osten, also für die Gesamtregion vom Kaukasus bis Afghanistan, bis zum Golf und bis zum Mittelmeer, also diese Gesamtregion durch Infrastruktur, Bewässerung der Wüsten, weil wir müssen ja einen Anreiz schaffen, dass die Menschen im Frieden und in der gemeinsamen wirtschaftlichen Entwicklung einen höheren Anreiz sehen, als zum Beispiel es jetzt im Nahen Osten mit Al-Qaida und Terrorismus und so weiter der Fall ist. Und das könnte man alles morgen beginnen. Also wie gesagt, die chinesische Regierung hat schon von der neuen Seidenstraße gesprochen. Das ist im Übrigen das Programm, was wir sofort, nachdem die Sowjetunion sich 1991 aufgelöst hat, da haben wir ja dieses Programm der Eurasischen Landbrücke entwickelt. Das wird inzwischen von Korea, von Japan, von China, von Russland in vielen Projekten bereits verwirklicht. Und eigentlich müssen wir wirklich nur mit diesem Monetarismus aufhören und stattdessen wieder eine Politik machen, die sich an Entwicklung orientiert. Und wir haben ja auch deshalb dieses Wort gewählt, der Name für Frieden heißt Entwicklung. Und die Projekte, die da als erstes notwendig sind, an denen arbeiten wir seit vielen, vielen Jahren und wir sind auch mit vielen Kräften in diesen Ländern im Kontakt. Also wenn der politische Wille mobilisiert werden kann, dann könnte das morgen anfangen. Ich würde gerne nochmal, ich denke, das sind ja erheblich bessere Perspektiven als das, wo in welche Richtung es jetzt geht, immer den Finanzsektor abzusichern. Ich würde trotzdem gerne nochmal auf meine Frage zurückkommen. Jetzt hat man ja so viel schon in die Absicherung der Banken gesteckt. Wenn jetzt eine Staatsbankrottsituation käme, die man erstmal überwinden müsste, um dann den Weg frei zu haben, dass man die Realwirtschaft wieder an den richtigen Stellen ankurbeln kann. Wie würde Büsow damit umgehen, wenn jetzt Deutschland, wenn sich herausstellen würde, Deutschland hat sich übernommen und Deutschland hätte einen Staatsbankrott, könnte nicht mehr alle Gläubiger komplett bezahlen. Woran würde Büsow messen, wer noch zu bezahlen ist? Wer ja, nichts mehr bekommt? Man muss, glaube ich, erstmal sich klar machen, dass das gegenwärtige Finanzsystem nicht zu retten ist. Und zwar das globale System. Wir haben im Augenblick 1,4 Billiarden ausstehende Derivatkontrakte. Und wenn man davon ausgeht, wenn das anfängt zu krachen, also es gibt einige Leute, die auch für Glass-Steagall sind, wie zum Beispiel der stellvertretende Vorsitzende der amerikanischen Banken-Einlagenversicherung, FDIC, der heißt Thomas Hönig, der hat mehrfach gesagt, dass wenn eine der großen Banken kracht, dass dann alle kommen. Das heißt, wir haben ja durch die Derivate das sogenannte Klumpenrisiko, das heißt, dass alle Marktsegmente dermaßen miteinander verknüpft sind und so viel in den Schattenbankenbereichen angesiedelt ist, dass im Grunde, wenn es kracht, dann kommt das ganze System runter. Das hat ja auch der Bill Gross, das ist der Chefmanager von PIMCO, das ist der größte Anlagenberater, Anlagenmanager, der hat davon gesprochen, dass wenn der nächste Krach kommt, das ist wie eine Supernova. Also wenn so ein Stern verglüht, dann wird nochmal kurz vorher der unheimlich hell. Das ist so wie wenn jetzt die Aktienmärkte alle nach oben gehen, das klackert nochmal so richtig schön auf. Aber dann, wenn die Sache kracht, dann ist die Gefahr, dass das ganze System verglüht, also desintegriert. Und das ist ja der Grund, warum die hinter den Kulissen mit so wahnsinniger Eile versuchen, dieses Gesamtpaket Bailout, Bail-in, Quantitative Easing und
Sparprogramme, das alles als ein Paket schnell durchzukriegen. Das ist der Grund, warum der Herr Asmussen dauernd sagt, wir haben nicht so viel Zeit bis 2018, selbst 2015, das dauert alles viel zu lange, sondern er würde das am liebsten morgen alles absegnen, weil die wissen haargenau, wir sitzen auf dem Vulkan. Und das geht nicht mehr um ein Land. Also es wird nie so sein, dass ein Land sich übernommen hat und Zahlungsunfähigkeit wird, sondern wenn, dann kommt das ganze Ding runter. Und da gibt es nur einen einzigen Weg und das ist der absolute Schnitt gegenüber dem alten System. Und das Argument, ja, wir haben schon so viel in die Bankenrettung investiert, ist auch in gewisser Weise hinfällig, weil was jetzt an Geld gedruckt wird, diese 85 Milliarden, die die Fed jeden Monat in das Finanzsystem reinsteckt, das ist schon hyperinflationär. Also die Zahlen, dass wir angeblich nur 2% Inflation haben, das ist ja eine völlige Frechheit, weil man kann den Inflationsindex natürlich so bauen, dass das dabei herauskommt. Also natürlich werden wahrscheinlich einige Yachten billiger, aber welche Familie kauft sich schon eine Yacht? Das sind ja nur ganz wenige. Während, wenn Sie das Einkommen von einer normalen Familie nehmen, die das meiste ausgeben müssen für Strom, Lebensmittel, Miete, Benzin, dann kommen Sie ganz leicht auf Inflationszahlen schon jetzt 20-30%. Und da baut sich eine Hyperinflation in der gesamten transatlantischen Region zusammen, die sehr schnell ein Volumen erreichen wird, wie in Deutschland 1923. Da hat man auch die Inflation jahrelang überhaupt nicht gesehen. Und dann, als die Franzosen das Rheinland besetzt haben, ist die Sache in einem halben Jahr vollkommen explodiert. Und dieses Mal würde es noch viel schneller gehen, weil es eben nicht ein Land ist, sondern im Grunde ganz Europa, dann die USA. Und der Dollar ist ja nicht nur eine nationale Währung, sondern ist ja eine Weltleitwährung, die in allen möglichen anderen Sachen drinsteckt. Also wir würden im Grunde einen Kollaps sehen, der also alles in den Schatten stellt, was bisher der Fall war. Und für diesen Fall gibt es nur die Lösung, die wir vorschlagen, Glass-Steagall und dann Kreditsystem. Weil selbst dieses Bail-in-Bail-out-Konzept, was jetzt von der Finanzelite vertreten wird, das wird nicht funktionieren. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen in ganz Deutschland oder in ganz Europa und Amerika dasselbe, was in Zypern passiert ist, dann ist die Realwirtschaft platt. Das heißt, die Leute verlieren alles, aber in diesen hochindustrialisierten Ländern hat das natürlich noch ganz andere Auswirkungen als jetzt in einem Inselstaat wie Zypern. Ja, wenn jetzt in den USA zum Beispiel es tatsächlich zum Staatsbankrott kommen sollte, weil man sich nicht einig wird über einen Haushalt, wäre ja ein mögliches Szenario, dann könnte es ja zu einer Kettenreaktion an Staatsbankrotten kommen und dann wird es plötzlich ganz akut, wie man die bewältigt, was muss dem Staat noch bleiben und was muss an die Gläubiger rausgegeben werden. Ich sag mal zum Beispiel, was ist mit Ansprüchen von Sozialhilfeempfängern, was ist mit Ansprüchen an Sozialversicherung, müssen wir Daseinsvorsorge und Behörden privatisieren? Da steht ja jetzt in Europa alles auf dem Prüfstand. Naja, das ist ja gerade der Punkt, um den es geht. Also wenn die Lösung der Federal Reserve oder der EU-Kommission, wenn das durchgesetzt wird, die wollen jetzt die ganzen Sozialleistungen kürzen. Also ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie auf die Anzeige heute, die von diesem Peterson-Institut veröffentlicht worden ist, wo die ganz offen sagen, die sogenannten Entitlements, die müssen jetzt weg. Also die müssen gekürzt werden. Und wenn die Sequestration am 15. Januar in den USA in die zweite Phase geht und nochmal 25 Milliarden gekürzt werden, dann trifft das wirklich die Armen, die jetzt gar nichts mehr haben. Und jetzt gibt es einen neuen Vorschlag, der wurde gestern in der New York Times vorgestellt, dass die Leute, die gar keine, mit Obamacare, gar keine Krankenversicherung mehr bekommen, und das ist auch eine Lüge, die in den westlichen Medien also wirklich endlos da wiederholt wurde, aber es gibt ganz viele Leute, die bei Obamacare eben rausfallen und denen wird jetzt der Vorschlag gemacht, sie könnten ja einen Kredit aufnehmen und der wäre dann eine gewisse Zeit, 6 Monate oder so, ohne Zinsen,
Aber wenn sie das dann nach einem halben Jahr nicht bezahlt hätten, dann kommt dann 20-30% Zinsen. Das heißt, dann sind die Leute auch in absoluter Schuldenfalle bankrott. Man muss wirklich das nochmal durchdenken. Das wird nicht funktionieren. Und wenn im Grunde diese Zerstörung der Realwirtschaft in ganz Europa und Amerika stattfindet, wie in Zypern, dann ist das sowieso alles gar nicht mehr finanzierbar. Und die Intention davon ist die Reduktion der Anzahl von Menschen, die leben. Die Armen, Kranken und Schwachen, die sollen weg. Das ist die brutale Wahrheit. Und bei unserem Modell würde alles darauf hinauslaufen, dass man die Wertschöpfung durch die Investition in die Realwirtschaft wieder in Gang bekommt. Und zwar produktive Vollbeschäftigung. Was ich mit produktiver Vollbeschäftigung meine, ist eben nicht Billiglöhne oder 1-Euro-Jobs oder diese ganzen anderen Scharlatan-Dinge, die da von der EU gemacht worden sind. Die haben doch jetzt schon den Effekt, dass die Renten immer mehr gekürzt werden, weil die Renten setzen sich ja zu einem ganz großen Prozentsatz zu den Lohnsteuern und Rentensteuern, die aus den aktuellen Löhnen kommen, zusammen. Und wenn die Löhne Billiglöhne sind, dann ist natürlich auch das Geld, was an die Renten geht, immer weniger. Und das sieht man eben jetzt, dass die Renten jetzt schon immer schrumpfen. Aber wenn sie erstmal so ein Bail-in haben und die Realwirtschaft halbiert wird, dann können sie es eh vergessen. Und deshalb ist die einzige Lösung, dass wir wieder auf eine produktive Vollbeschäftigung setzen, produktive neue Arbeitsplätze schaffen und damit im Grunde das Steueraufkommen so erhöhen, dass dann die Sozialausgaben wieder finanzierbar sind. Und in einem Land wie Deutschland brauchen sie Wachstumsraten von mindestens 3 oder 4%, damit sie die demografische Entwicklung ausgleichen können. Weil nur wenn sie Wachstumsraten haben, die die Gesamtrealwirtschaft so steigern, dass sie dann einen Überschuss haben, dann können wir im Grunde mit dieser demografischen Problematik fertig werden, aber nicht, indem man überall spart. Sie haben mehrfach die Finanzelite erwähnt. Jetzt kann man natürlich unterschiedliche darunter verstehen. Uns wird jetzt zum Beispiel das Bilderberg-Netzwerk einfallen, wo 2013 auf der Tagesordnung es auch einen Tagesordnungspunkt gab, wo es um Entitlements ging. Wen meinen Sie mit Finanzelite? Ja, die Bilderberger sind natürlich eins von diesen Gremien. Man könnte viele andere noch dazu nennen. Im Grunde sind es eigentlich die too big to fail Banken und ihre Interessenvertreter. Also zum Beispiel, es gibt ja diesen International Finance, IF, International Institute of Finance. Ich glaube, da sind die 460 oder so größten Banken der Welt drin. Davon war der Ackermann lange Zeit der Vorsitzende. Die haben, also wenn Sie zum Beispiel das Gesetz sich anschauen, das Bail-in-Gesetz der EU-Kommission, was jetzt vor dem Europaparlament verhandelt wird, da schreiben Sie in der Einleitung ganz offen, dass dieses Gesetz ausgearbeitet worden ist mit Hilfe der ISDA, International Association for Swaps and Derivatives. Und dann guckt man im Vorstand, wer ist dieses ISDA? Und dann sieht man, das sind die 28 too big to fail, die sogenannten SIFIs, Globally Systemically Relevant Banks oder so. Also mit anderen Worten, die eigentliche Macht sind diese 28 too big to fail Banken und die haben natürlich alle ihre Gremien. Die Bilderberger sind ein Gremium davon. Und wenn Sie zum Beispiel gucken, wer sitzt in den Vorständen der Hedgefonds, wovon ja 85% ihre Hauptquartier in London haben, da finden Sie eben auch ganz viele Leute aus dem Hochadel. Also da vermischt sich die Oligarchie im traditionellen Sinn mit der Finanzoligarchie. Und wenn man das alles so aufklamüsert, dann sieht man eigentlich, das ist wirklich eine Oligarchie, die eigentlich der Meinung sind, sie sind was Besseres. Und die Masse der Bevölkerung kann aufgeopfert werden, wenn Sie mal an die Schrift von Friedrich Schiller denken, über die Gesetze des Likurg und Solon. Da beschreibt der Schiller ja sehr deutlich, was die beiden Staatsmodelle sind. Das eine sind die Gesetze des weisen Solons, also des Gesetzgebers von Athen.
Und der wird dann halt gefragt, was ist der Zweck des Staates? Und dann sagt er, Fortschreitung aller Bürger. Also, dass sich alle Bürger entwickeln können. Und dagegen kontrastiert der Schiller eben die Gesetze des Lycurg. Das heißt, der Staatschef von Sparta. Und da ist eben eine kleine Oberschicht, die Spartaner. Und die können eben die Heloten, das waren die Sklaven damals, notfalls, wenn es zu viele werden, auch dann abschlachten. Und die Jugend kann sich üben, diese Leute da als Zielscheibe zu benutzen. Also das Menschenbild ist in beiden Staatsmodellen ein völlig verschiedenes. In der republikanischen Variante, also dem Solon-Modell, ist der Mensch und die Entwicklung aller Fähigkeiten, die im Menschen angelegt sind, das, was der Zweck ist. Und in dem oligarchischen Modell ist es der Profit einer kleinen Oberschicht, die im Grunde sagt, die Masse der Menschen soll möglichst rückständig gehalten werden und zur Not kann man die auch reduzieren, wenn es uns in den Kram passt. Und genau das sehen wir heute. Das ist eine bewusste Reduzierung von Menschen. Das hatten wir vor 70, 80 Jahren schon mal. Die wurden damals die nutzlosen Esser genannt. Und heute sind die nutzlosen Esser halt die Kranken oder wie auch in Kreisen der EU-Kommission diskutiert wurde, dass man die Renten nicht mehr finanzieren kann und deshalb muss die Lebenserwartung systematisch zurückgeschraubt werden. Und das hat einen bestimmten Namen, das ist Faschismus. Naja, davon gibt es natürlich unterschiedliche Intensitäten. Es ist noch ein Unterschied, ob man die Menschen in Lager sperrt, aber ich glaube, das Endergebnis ist letztlich, wie viel Menschen es Krankheit und Tod bringt. Und wenn die Menschen nicht genug zu essen haben oder medizinisch nicht versorgt sind wie in Griechenland, das kommt für viele aufs Gleiche raus, nur dass sie nicht eingesperrt sind. Aber es sind nicht solche Zahlen wie damals. Naja, doch. Also wenn Sie mal gucken, was im Grunde die Politik des IWF durch ihre Konditionalitäten in den letzten Jahrzehnten an Entwicklung unterbunden hat und dass jeden Tag 50 Kinder sterben an Hunger, dass im Grunde 1 Milliarde Menschen täglich hungert, dass viele Menschen also wirklich an Hunger und Krankheit früher sterben, Lebenserwartungen haben, die mittelalterlich sind, die ja der Grund sind, warum Tausende und Tausende versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Die machen das bestimmt nicht aus Jux und Dollerei, sondern die wissen ganz genau, dass sie eine 50-zu-50 Chance haben zu ertrinken. Und das zeigt ja, dass die Menschen wirklich so verzweifelt sind, dass sie dieses Risiko eingehen wollen, weil es immer noch eine größere Chance ist, als zu Hause zu bleiben. Also man muss, glaube ich, in der Politik nicht nur die Konsequenz von etwas sehen, was gemacht wird, sondern auch von etwas, was unterbunden wird. Und das ist das, was ich in die Kategorie von Schreibtischtätern bringen würde. Das heißt, es sind nicht Mörder, die irgendjemanden erschießen, aber die können durch einen Strich mit der Feder auch Leute umbringen. Ja, vor allem, die sind schon so lange am Werk. Wenn ich Davison Budo, ein ehemaliger IWF-Mitarbeiter, hat Ende der 80er Jahre vorgeworfen, der IWF und Weltbank seien zusammen für Millionen Menschen leben verantwortlich, aber hat nicht die Zahl nicht ganz präzise benannt und nicht gesagt, in welchen Ländern und wie. Und Professor Dr. Chosudowski hat in seinem Buch Globalization of Poverty and the New World Order hat er zu einigen Ländern schon mehr Zahlen genannt, hat aber auch keine Gesamtzahlen genannt, sodass auch da nicht hundertprozentig hervorgeht, wo diese Millionen Menschen herkommen können. Ich würde vielleicht tippen auf Indien oder Russland. Also Russland in der Wendezeit sind viele Menschen, ist die Bevölkerung enorm zurückgegangen. Und Indien, wobei ich da nicht weiß, was ich IWF und was ich Weltbank zuordnen soll, aber das ist das Land mit den meisten Hungernden weltweit. Also ich kann Ihnen versprechen, dass ich Ihnen das als Annäherung in einiger Zeit mal zukommen lasse, weil wir haben darüber schon einige Berechnungen gemacht, die habe ich jetzt nicht bis zum letzten Punkt hier vorliegen, aber es handelt sich wirklich um Hunderte von Millionen von Menschen, die gestorben sind, aus Gründen, die nicht nötig gewesen wären. Es ist dann schwierig, wie viel wären ohne diese Auflagen gestorben und wie viel sind durch die Auflagen zusätzlich gestorben. Ich glaube,
darauf kommt es an. Ich habe noch etwas, das Datum 9.5.2010, wo die Kontroverse innerhalb des IWF war, von den Exekutivdirektoren, vor allem aus Lateinamerika, die das nicht wollten mit dieser angeblichen Griechenlandhilfe. Und am gleichen Tag hat der ECOFIN-Rat, die Wirtschafts- und Finanzminister, im Ministerrat, einen Beschluss gemacht, dass die Auflagen streng sein sollen, wie in der Praxis des IWF. Am gleichen Tag. Das ist historisch gesehen recht makaber. Obwohl man vielleicht wissen sollte, wie streng das ist. Das ist echt heftig. Naja, also ich denke mal, die EU-Kommission hat oder die EU-Finanzminister, die haben kein Interesse an der wirtschaftlichen Entwicklung von Südeuropa. Also im Fall von Spanien, da wurde ja das Budget für den Wissenschaftshaushalt so dramatisch gekürzt, dass alle Wissenschaftler und Studenten von den Fakultäten der Unis einen offenen Brief an die Regierung geschrieben haben und gesagt haben, dass also eine weitere Fortsetzung dieses Programms jede Wissenschaft in Spanien eliminieren wird. Und es ist doch völlig klar, dass wenn jemand ein Interesse hätte, dass sich eine Wirtschaft erholt, dann würde man doch gerade in den Bereich Grundlagenforschung, wissenschaftliche Forschung investieren, weil vor allen Dingen bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 60%. So hat man überhaupt keine Chance, dass diese jungen Menschen in Spanien einen Arbeitsplatz finden. Akademiker wandern aus. Das heißt, die Intention ist die Zerstörung. Ich glaube, das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Das ist nicht nur Inkompetenz, also Unfähigkeit, sondern die Absicht ist. Und da, wenn Sie mal dran denken, dass der Amato, der ja einer der Verfasser war des Lissabonner Vertrags, der hat ja in einem Interview mal sehr deutlich gesagt, ja, warum sollen wir eigentlich nicht zum Mittelalter zurück? Die Feudalstrukturen waren doch sehr viel besser. Kleine Städte, kleine überschaubare Situationen. Und das ist die Vorstellung der Oligarchie. Die hätten gerne wieder so eine Gesellschaft wie im Feudalwesen. Da habe ich eine Menge Assoziationen beim Lissabonner Vertrag. Okay. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Ich war gerne hier. Ja, herzlichen Dank. Und das von der Boston Consulting Group, ich glaube, das könnte die öffentliche Debatte eher erheblich befördern. Ich schicke Ihnen das noch heute. Ich schicke das heute. Was auf dem Spiel steht. Ganz herzlichen Dank. Okay, tschüss. Tschüss.